Drei Jahre später besuchen wir die Imkerfamilie Thomas und Anita Meier von Neuem. Die Ausfahrt mit dem Tieflader am Morgen ist immer noch gleich. Aber im Honighaus hat sich einiges geändert. Der Raum ist vergrössert worden, ein neuer Boden verleiht und zwei andere gleiche Chromstahlschleuder stehen da. Jeder Kiste hat 9 Holzrahmen. Eine Kiste ist zwischen 39 bis 42 Kilo schwer. Unterdessen, dass eine Maschine schleudert, wird die andere leer und frisch gefüllt. Die Geschwindigkeit des Schleudern kann man an dem Kasten programmieren.
Trotz der Wärme im Honighaus wird im Honighaus geheizt. So bleibt der Honig flüssig zum Schleudern. Honig, Wachs und auch ein paar Bienen fliessen in die Sammelkiste. Goldig fliesst der Honig aus dem Schleuder, wie ein flüssiger Bernstein. Honig und der Wachs werden in einen 3 Tonnen Tank gepumpt. Über Nacht steigt der leichtere Wachs im Honig auf. Am Morgen wird der Honig in die Fässer abgefüllt. Wenn der Wachs nachfließt, wird er durch die Wachsmaschine gepresst. Die Presse quetscht den letzten Honig aus dem Wachs. Das Wachs wird hauptsächlich in der Kosmetik und für die Kerzenherstellung gebraucht.